Hey Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Trading on the Edge. Ich bin Aaron und in diesem Video soll es um Structure gehen. Bevor das Video anfängt, würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr ein Like da lasst und falls ihr es noch nicht getan habt, meinen Kanal abonniert, mir vielleicht auf Instagram folgt und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch noch in Discord kommen. Da werden wir auch immer mehr Leute, wird immer aktiver. Und ja, sonst würde ich sagen, fangen wir einfach direkt an. Und zwar habe ich mich ja in den letzten Videos mit Supply and Demand und Wyckoff beschäftigt. Aber das Wichtigste von allen ist Structure. Und dazu habe ich auf dem Channel noch nicht wirklich viel gesagt. Deswegen dachte ich, mache ich ein kleines Video über Structure, wie ich Structure sehe. Und ja, würde ich sagen, fangen wir einfach an. Und zwar gibt es im Markt drei Phasen. Und zwar ist es einmal ein Uptrend, ein Downtrend und eine Konsolidierung. Oder in diesem Fall Wyckoff. Aber was alles auch nur Structure ist. Wir sehen, wir haben bei einem Uptrend ein Hoch, ein Tief, ein höheres Hoch und ein höheres Tief und immer so weiter. Und dabei gibt es natürlich immer ein Low, welches protected ist, also von den Banken ein gesichertes Low, wo die nicht runter, den Preis nicht runter pushen wollen, da der allgemeine Orderflow in die bullische Richtung geht und die ganzen Banken hier auf den kleineren Timeframes den Markt akkumulieren lassen und in ganz viele Positionen einkaufen und diese wollen sie ja nicht ins Minus gehen lassen, also gibt es immer in dem Markt ein protektiertes oder ein gesichertes Low, welches nicht unterschritten werden sollte und was wir halt versuchen ist, in dem letzten Swing immer nach einer Entry zu gucken, die dann versuchen zu refinen und dann hier drin nochmal nach einem Structure Shift zu gucken, auf einem kleineren Timeframe. Und genau, das hier unten ist jetzt Wyckoff, aber im Endeffekt ist es ja nichts anderes als Structure. Und ja, genau, wie sieht das jetzt auf einem realen Chart aus? Wir sehen, wir haben, wenn wir in einen monatlichen Timeframe gehen, nehmen wir zum Beispiel hier auf Bitcoin, wir hatten einen Uptrend erstmal und hier hatten wir das Retracement, also wir hatten hier einen Hoch, oder anders, wir hatten hier ein Hoch, hier ein Tief, hier ein höheres Hoch, höheres Tief und was wir natürlich jetzt erwarten auf Langzeit in dem monatlichen Timeframe ist, dass wir dieses Hoch hier brechen und neue Allzeithochs erwarten. Genau, und wenn man jetzt in die kleineren Timeframes geht, dann sieht man hier natürlich auch eine fraktalisierte Struktur. Wir haben hier unten den Swing, hier das Retracement, hier ein Swing, Retracement und hier der Bruch der Struktur, als dieses Low hier gebrochen wurde, welches von den Banken gesichert war. Und dann hatten wir hier bei dieser Demand Zone hier unten, hatten wir eine Akkumulation und hatten hier drin auch wieder die Swings nach oben und der, die, ja, dass diese Struktur hier unten nicht gehalten hat und sind hier in Demand Zones auf einem niedrigen Level gekommen. Aber im Großen und Ganzen betrachtet ist es natürlich immer noch eine bullische Struktur. Da wir, wenn wir auf einen höheren Timeframe gucken, haben wir ja immer wieder neue Hochs und hier ein neues Tief, welches dieses hier nicht unter, also wie es, welches dieses hier nicht bricht. Und was wir natürlich auf Langzeit erwarten, ist einfach ein neues Hoch. Und bis dieses Tief hier unten gebrochen wurde, erwarten wir eine bullische Struktur. Und wenn man jetzt auf einem kleineren Timeframe guckt, zum Beispiel auf dem Daily, können wir hier natürlich wieder sehen, in dem Retracement von diesem Swing hier, also dieses Retracement hier, kann man sehen, dass hier auch ein bärischer Trend ist und dass der auch Retracement Swings macht und ups, so, dass der auch Retracement Swings macht und ihr natürlich hier auch nicht bullisch handeln solltet, sondern auch auf den kleineren Timeframes ja, Short-Positionen eröffnen könnt. Und egal wie weit ihr in den Timeframe runtergeht, es wird immer noch fraktalisierter. Also wir sehen hier, kann man nochmal sehen, dass hier in diesen Retracement Swings nochmal mehrere sind auf einem kleineren Timeframe. Da könnt ihr euch dann hier einfach vorstellen, dass es immer einen Timeframe gibt, großen, wohin der Orderflow hingehen will auf Langzeit. Und dann, eine Sekunde, ich geh mal weg. So. Ups. So.
Und dann auf den kleineren Timeframes könnt ihr euch hier natürlich vorstellen, dass, range machen wir mal, dass hier die Struktur auch noch einmal bullish ist. Und dann dieses Retracement hier natürlich wieder bärisch ist. Und dann denken natürlich viele, dass jetzt ein Downtrend losgeht. Aber wenn man auf den höheren Timeframes natürlich guckt, ist es ein Uptrend und dieses Retracement dafür ist halt nur ein Downtrend auf einem kleineren Timeframe. Und deswegen müsst ihr halt immer den höheren Timeframe im Blick haben und gucken, wie der höhere Timeframe den kleineren Timeframe affektiert oder den beeinflusst. Aber natürlich kann man hier auch in dieser Struktur Short-Position eröffnen. Wir könnten ja natürlich wieder unsere zwei Confirmation-Blocks nehmen und hier drin dann einen Sell eröffnen. Aber da müsst ihr natürlich gucken, wie weit ihr den Sell nehmen wollt und nicht, dass ihr neue Tiefs als Ziel nehmt, sondern wirklich guckt, bis wohin kann das Retracement gehen. Ist hier unten irgendeine Demand Zone, die vielleicht halten kann? Und bis dahin würdet ihr dann eine Short-Position eröffnen und dann genau wieder Longs erwarten. Könnt ihr zum Beispiel oder sozusagen hier dann die Trades einfach sozusagen Ping-Pong, einfach hier eine Short-Position, dann hiernach wieder nach dem Break. Könnt ihr hier wieder nach Longs suchen, in Long-Position. Und da könnt ihr natürlich wieder das letzte Liquiditätsziel targeten. Oder noch weiter, kommt darauf an, wie lange ihr eure Trades halten wollt, was eure Edge ist. Und ja, genau. Und daraus kann man auch eigentlich schon ein eigenes System machen. Also allein durch Structure kann man ein eigenes System machen. Wir gucken immer nach dem letzten Swing, gucken, ob der Preis hier noch einmal reingekommen ist. Natürlich kann man das hier jetzt als Mitigierung sehen, hier unten, dass der Preis hier einmal runtergebrochen ist und dann hier wieder reinkommen. Hier wieder reinkam. So, da wurde ich einmal unterbrochen. Natürlich könnt ihr auch von diesem Swing hier direkt einen Sell öffnen. Das sozusagen als eigenes System machen. Könnt euren Stop-Loss dann über diesen Block setzen oder über diesen. Und könnt dann hier den Trade weiter nach unten nehmen und versuchen, vielleicht bis zur nächsten Demand Zone, welche hier unten ist. Zum Beispiel hier. Wenn man diese große Demand Zone nehmen würde auf dem höheren Timeframe. Und ja, genau, hättet ihr auch bis hier machen können. Dann hättet ihr schon mal ein 1 zu 1 Verhältnis, aber könnt ihr natürlich auch immer weiter runterziehen, wie ihr wollt. Und das könnt ihr natürlich bei jedem Swing machen. Wir sehen, wir haben hier einen Swing, hier den Break, falls ihr es als Break anseht und nicht als Liquidity Grab. Sonst könnt ihr natürlich auch diesen Swing hier nehmen und dann einfach bei der Entry schon hier einen Sell eröffnen oder gesagt hier, wo das wieder reinkommt. Und natürlich das Hoch wieder als Stop-Loss nehmen und dann den Trade weiter nach unten nehmen. Und vielleicht, wenn ihr eure Buys hier habt, dass der Preis noch einmal bis nach hier unten kommt, könnt ihr dann den Trade bis nach hier unten ziehen, in diese Demand Zone hier unten. Und hättet dann auch schon ein sehr gutes Verhältnis. Aber da wir natürlich auf versuchen, unsere Trades immer zu refine, gucken wir mal auf kleineren Timeframes, dass wir da noch auf einem, also wenn wir auf einem höheren Timeframe sind, wie zum Beispiel dem, ja, zum Beispiel dem Daily hier, und sehen diesen Swing, ja, 4 Stunden besser, und sehen diesen Swing hier wieder in den Block rein, dann versuchen wir natürlich auf einem kleineren Timeframe hier drin noch nach einem Setup zu suchen und nach einem Structure, also einem Structure-Wechsel oder gesagt einen Trendwechsel hier oben und können dann zum Beispiel hier ab diesem Break, wenn wir sehen, der Preis hat langsam hier distributiert und will wieder nach unten. Ich mache das hier mal weg. Könnte man natürlich auch schon nach diesem Break oder nach diesem Break hier direkt ein Sell öffnen. Mit Stop-Loss hier oben, weil wir sehen, der hat hier oben auch nochmal Liquidität genommen von diesen ganzen Hochs. Und hätten bei dem Break einfach Trade nehmen können und den immer weiter nach unten ziehen können. Hätten wir auch schon mal ein gutes Verhältnis. Und das war ja auch jetzt immer noch nur im 1-Stunden-Chart und das könnt ihr natürlich weiter bis auf den 5 Minuten oder bis sogar auf den 1 Sekunden, ja, sieht man hier nichts mehr, gehen wir wieder zurück, könnt ihr natürlich auch bis auf den 1-Minuten-Chart, 30-Sekunden-Chart, 15-Sekunden-Chart, bis auf den 1-Sekunden-Chart könnt ihr das alles refinen und so durch natürlich ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis bekommen. Aber das ist natürlich euch wieder überlassen, wie ihr euer System zusammenstellt und ich hoffe, das war halt mäßig so eine Hilfe für euch, dass ihr auch wirklich nicht mäßig die Taktiken von mir hier
kopieren müsst, sondern dies mäßig als Hilfe anseht und dadurch gucken könnt, was für euch am besten funktioniert, da jeder im Trading eine eigene Persönlichkeit hat und ja, anders seine Trades oder anders Trades eröffnet. Und da müsst ihr halt gucken, was wirklich am besten für euch funktioniert. Das, was für euch funktioniert, muss nicht für andere funktionieren. Und genau, damit würde ich das Video auch schon beenden. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend und sonst ciao und bis zum nächsten Mal.